So, und damit willkommen zurück zu Nightmare from the Deep, das verfluchte Herz. Und wir befinden uns hier mitten auf einer kleinen Brücke und können hier in der Entfernung immer noch den Schiffsfriedhof sehen. Und was haben wir hier? Fledermäuse. In der Höhle ist etwas. Aber es ist zu dunkel, um zu erkennen, um was es sich handelt. Also bräuchte ich Licht. Habe ich Licht? Ja. Komm, ich will mit der Kerze rein. Geht nicht. Zum Schiffsfriedhof kann ich auch nicht. Dann gehen wir mal zurück. Mit denen hatten wir allen schon gesprochen. Ich würde sagen, wir kümmern uns jetzt erstmal um den Rum. Dann können wir ein bisschen rumkugeln. Wo wollte ich denn da hin? Nein, da. Wasserspeicher, Kombüse, Laderaum, Waffenkammer, Krankenkajüte, Passage, Kapitänskajüte. Dann gehen wir mal runter in die Passage. Gehen in die Krankenkajüte. Gehen in den Wasserspeicher. Gehen weiter in die Kombüse. Und wir geben jetzt erstmal die nächste Zutat, nämlich die Limonen dazu. Das Ganze rühren wir. Ah, okay, können wir noch gar nicht. So, was haben wir jetzt? Limonengewürze. Wo bekommen wir diese blöden Gewürze her? Ein Messer, eine Kerze. Ein Messer, eine Kerze. Haben wir irgendwo was vergessen? Halt, ich will... Im Laderaum. Haben wir hier noch irgendwas mit einem Messer, was ich hier... Ne, hier brauche ich einen Trank. Was ist das für ein Geruch? Jahrhunderte altes Fleisch und Gemüse. Er hier hat auch nichts mehr. Dies ist verrostet und voller Abfall. Ne, also hier können wir jetzt aktuell gar nichts mehr machen. Was haben wir denn hier noch? Wir haben immer noch die Kanonenkugel. Alles, was hier rottet, das rottet auch weiter. Die Fässer sind stark beschädigt. Das Großteil ihres Inhaltes ist ausgelaufen. Jo, aber ich wollte jetzt hier... Ha, das hat mich jetzt erschreckt. So, da brauchen wir die, genau, da brauchen wir diese gelbe Zutat. Dann gehen wir jetzt hier mal hoch in die Passage. Hatten wir hier noch irgendwas? Diese Alge leuchtet. So eine Pflanze habe ich noch nie gesehen. Das hatten wir auch schon. Aber er will mir dieses Serum nicht geben. Er möchte dafür erst was anderes haben. Weißt du, bei Jack Sparrow hätte ich ganz einfach mal... Oh, da ist ein Wimmel, da ist ein Wimmelbild. So, also... Was haben wir denn hier? Papageienschädel. Das müsste der da sein. Ein rotes Tuch. Immer doch gerne. Ein Liebesbrief. Oh, der Tintenfisch. Das war jetzt zu einfach. Gewürze, Gewürze. Das da. Nein, das sind nicht die Gewürze. Das da ist der... Zu etwas Scharfes, um ihn zu öffnen. Das öffnet den Brief und dann habe ich den Liebesbrief. Aber wo sind die Gewürze? Okay. Gucken wir erstmal weiter. Das ist die Perücke. Ein Gewürze, 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 Gewürze. Gewürze. Gesucht Pirat. Tinte, Horn. Horn hatte ich gesehen. Das müssen doch die Gewürze sein, oder? Wieso sind das nicht die Gewürze? Das ist doch ein Gewürzbeutel, oder nicht? Das verstehe ich jetzt gerade nicht. Okay. Schloss und ein Spiegel. Ein Spiegel, da müsste ich mir doch... Ah, das ist der Spiegel. Ansonsten müsste ich mich doch selber sehen. Zirkel. Ah, das sind die Gewürze. Ah. Tinte. Jetzt fehlt noch das Schloss. Hat jemand das Schloss von euch gesehen? Hat einer von euch das Schloss gesehen? Wenn ja, teilt es mir bitte mit. Wo ist denn das Schloss? Ach, da. Vor dem Buch. Und jetzt die Peitsche. Die hängt hier. Und damit haben wir das Rätsels Lösung und haben unsere Gewürze... Und dann können wir jetzt endlich unseren Rum machen. Kriegst gleich deinen Rum, keine Sorge.
So, dann machen wir noch die Gewürze rein. Rühren. Ach, Grog, nicht rum, Grog. Und eine leere Flasche. Eine Flasche Grog. Jetzt kommen wir auch nicht mehr ran. So, jetzt geben wir dem lieben Herren mal unsere Flasche Grog. Du hast etwas Nützliches gefunden. Chemikalie. Mit der Chemikalie gehen wir jetzt hier zurück an diese Bar. Nimm diese Chemikalie, stellen die dahin. Und dann... Okay, Schritt 1, 2, was? Schritt 1. Die Abbildung erklärt, wie Säure hergestellt wird. Ich brauche ein Reagenzglas? Ernsthaft? Nee, ne? Jetzt fehlt mir echt noch ein Reagenzglas. Wo bekomme ich denn das jetzt her? Das habe ich vorher gar nicht gesehen. Okay, wo bekomme ich jetzt das Reagenzglas her? Das ist jetzt ein bisschen ärgerlich. Ui, schaukel. Kann ich mit dem da reden? Danke für den Grog, aber jetzt verschwindet. Das Schiff ist nicht der richtige Ort für eine Dame. Ja, danke. Ich werde auch auf meine... Da, ein Wimmelbild. Ach, ist das schön. Ein Walkie-Talkie zu der Zeit. Okay, gut. Wir waren ja mitten hier in der Großstadt in einem Hotel. Ach, in einem Museum. Und da ist das nun auch möglich, dass es da auch ein Walkie-Talkie gibt. Walkie-Talkie. Ein Walkie-Talkie. Ich sehe es nicht. Okay. Eine... Ach, Cookie an. Da kriegt man sogar Hinweise. Ein Sonar. Eine Luftpumpe. Nur mal so als Beispiel, ja? Gut. Ein Schnorchel. Da ist das Walkie-Talkie daneben. Eine Badekappe, die ist so halb da. Ein Megafon. Ein Grammophon, nein, ne? Ein Spachtel. Warte mal, wie sieht denn der Spachtel aus? Der ist so länglich, das heißt also, es ist irgendwas, was so längs geht. Oh, da ist das Abzeichen. Piratenaffe? Zur Hölle ist ein Piratenaffe. Okay. Was fehlt dem? Dem fehlt ein Fuß. Das ist ein Kuscheltier, aber kein Piratenaffe. Eine Flasche. Suche ich erstmal die Flasche. Das ist die Flasche. Den Spachtel habe ich immer noch nicht. Ruder, Ente und Ski. Ruder... Ente. Ein Schier. Ein Spachtel. Und jetzt fehlt mir der Fuß. Von dem Piratenaffen. Ein Fuß. Hat hier jemand einen Fuß gesehen? Einen kleinen Fuß? Wenn ihr einen Fuß gefunden habt, dann sagt es mir doch bitte. Ich suche immer noch hier diesen Fuß. Wo ist der Fuß? Wo ist der Fuß? Wo ist der Fuß? Kapitänsmütze. Der Piratenaffe ist unvollständig. Ach. Wo ist denn dieser blöde Fuß? Wo ist der Fuß? Das sieht aus wie ein Handy. Aber irgendwie kein Fuß. Meine Damen und Herren, unser Piratenaffe sucht immer noch einen Fuß. Wenn Sie einen Fuß für den Piratenaffen gefunden haben, sagen Sie mir bitte Bescheid. Komm, ich gebe dir hier so ein Paddel. Warum kann ich hier diese Schwimmflosse nicht nehmen? Oh, ich habe zu oft geklickt. Ich kann mich nicht konzentrieren. Ich muss mich beruhigen. Okay. Ganz ruhig. Danke. Ist das... Das ist der Fuß.
Ich habe jetzt ernsthaft nach einem Fuß gesucht. Und wir haben einen Spachtel bekommen. Aber wofür brauchen wir jetzt den Spachtel? Ah. Gut. Ah, jetzt kann, wartet, jetzt kann das da rein. Reingestopft werden. Kann ich es mit dem Spachtel reinstopfen? Nein. Ah, okay, ich brauche wirklich so ein Ding zum Stopfen. Eins drehen, zwei das, drei das, vier stopfen. Okay. Das hatte ich auch schon. Das hatte ich vorher gar nicht gesehen, ne? Die Treppe ist zu alt und gebrechlich, um sie zu betreten. Ein Spachtel. Wo brauchte ich denn einen Spachtel? Ah, hier könnte man die ganzen einzelnen Lichter bewegen. Ah, das bringt mich noch nicht weiter. Nee, ich will keinen Tipp. Ich will keinen Tipp. Das ist ganz wichtig. Ich möchte keinen Tipp. Das sind Algen. Gehen wir mal zurück in die Passage. Das geht auch nicht. Spachtel. Wo bräuchte ich einen Spachtel? Bräuchte ich hier einen Spachtel? Nein, nur noch ein Reagenz. Okay. Spachtel, Spachtel. Spachtel. Kombüse. Konnte ich hier noch irgendwas mit einem Spachtel machen? Dafür brauche ich das Elixier. Hier kam ich auch nicht weiter. Nee. Gehen wir hier mal weiter. Gehen wir nochmal nach draußen. Nein. Da lang. So, ein Spachtel. Wo könnte man hier einen Spachtel gebrauchen? Kann ich hier irgendwo was bauen? Konnte ich hier einen Spachtel gebrauchen? Nee, ne? Ich benötige etwas anderes. Diese Fliegen sind auch ganz schön störend. What? Das große Relief an der Wand zur Krypta ist mit Moos bedeckt. Ich sollte es abkratzen, um zu sehen, wie groß das Relief wirklich ist. Also Spachtel. Ah! Es fehlt eine Kachel. Es fehlt eine Kachel. Okay. Das heißt, solange hier eine Kachel fehlt... jetzt habe ich auch... ist klar, jetzt habe ich keinen Spachtel mehr, ne? Der Spachtel, der geht sofort kaputt, wenn man ihn benutzt. Leave me alone. I'm trying to rest in peace. Okay, dann schlaf in Ruhe. Gehen wir hier nochmal raus. Die Höhle ist es dunkel. An die Fässer kann ich auch nicht. Was ist zu tun? Ich möchte mir keinen Tipp geben lassen. Ein Tipp würde verheerende Folgen haben. Es würde nicht mehr so spaßig sein. Es würde... Die scheint mir eine gruselige alte Krypta zu sein. Ich möchte hier irgendwas haben, aber was kriege ich denn hier? Hier kriege ich gar nichts. Diese Figur ist ein Symbol zu sehen. Ja, das Symbol, das muss ich aber erstmal finden. Wenn wir jetzt hier eine Kerze... Kann ich mit der Kerze hier irgendwas machen? Nee, ne? Mechanischen Auge genauer betrachten zu können. Kriege ich das mit einem Messer hin? Nee, schade. Also dafür bräuchte ich wahrscheinlich dann eine Zange. Hier hat jemand geangelt. Vielleicht kann ich seine Arbeit vollenden. Dazu brauche ich einen Köder. Einen Fang und etwas, um den Fang aufzubewahren. Das
Das wird mich zwar nicht wirklich entspannen, aber die Gesellschaft könnte ich bestimmt ganz gut gebrauchen. Jetzt soll ich auch noch angeln, ja? Ohne einen Haken kann ich die Fische nicht fangen. Kann ich das Holz nehmen? Nein. Es wird ja immer interessanter. Gut, aber was habe ich denn jetzt übersehen genau? Ich bin jetzt den Spachtel losgeworden. Der da textet mich eh nur zu. The people of the Caribbean first heard about Captain Remington and his black galleon when he sank two passenger ships near Isle Simona. Those who survived were taken aboard and later sold as slaves. Tales of Remington's cruel and ruthless manner spread. Und noch eine Geschichte. Those first attacks were only a taste of the coming atrocities. Soon, Captain Remington boarded and sank commercial ships. His black galleon would appear out of nowhere and strike without warning. Those who weren't shot or stabbed were forced to walk the plank to the pirates' amusement. Wollen wir uns jetzt wirklich noch zwei Stück antun? Also irgendwie, glaube ich, komme ich damit auch nicht weiter. Außerdem wäre es dann noch deprimierender, dass ich dann nur noch ein Messer hätte. Kann ich damit was schnitzen? Nein. Mit der Kerze? Auch nicht. Da habe ich das Schiff noch nicht. Oh, es ist doch ein Witz hier. Ein Witz ist das. Der Papagei, der hat schon zu essen bekommen. Okay. Jetzt wird es wirklich kniffliger, würde ich mal sagen, ne? Kann ich die Pflanze abschneiden? Nein. Aber irgendwo muss ich doch das Feuer gebrauchen können. Wollt ihr das vielleicht hier? Das muss ja irgendwie erwärmt werden, oder? Und das geht alles so. Alles automatisch, ohne Hitze, ohne alles. Also es ist so, das ist Früher ging das. Heute brauchen wir Hitze, um irgendwelche Reagenzien zu machen. Hier ist auch nichts weiter. Ich will hier irgendwo mit meiner Fackel was anzünden. Oder mit meiner Kerze, besser gesagt. Diese alte Proviant rottet schon seit Jahrhunderten vor sich hin. Jetzt riecht alles nach Schimmel. Ja, schön, aber ich will daran. Was ist denn da drin? Da ist einiges drin. Alchemie zu schmelzen, damit geht es nicht. Hätte mich auch gewundert, wenn er das meinte mit Schmelzen. Munitionslager. Komme ich auch nicht hin. Ist doch ein Witz. Mit dem kann ich auch nicht mehr was machen. Auch nicht. Irgendwie stecke ich hier gerade ganz schön fest. Kann das sein? Also, hier brauche ich ein Ding zum Stopfen. Dazu finde ich hier gar nichts. Gehe ich jetzt hier lang? Hier habe ich auch nichts zum Stopfen. Deck, da habe ich die Angel. Da habe ich die Treppe, da habe ich das. Wenn ich jetzt hier lang gehe, das... Ah, jetzt auf einmal. Gut. Ich setze das Objekt zusammen.
Ah, okay. Das ist jetzt ein bisschen eklig. Da ist der Wurm. Kriegt man Hunger auf mehr? Und wo ist denn... Ah, da. Und jetzt fehlt mir noch der da. Köder. Gut. Ein Köder. Und den Köder, den können wir jetzt... Ich benötige etwas an... Einen Haken. Erstmal benötige ich ja einen Haken. Und wie es weitergeht und ob ich den Haken an der ganzen Sache finde, das seht ihr in der nächsten Folge von Nightmare from the Deep. Ich bin euer Tro. Tschüss.